Hallo zusammen, hier ist wieder Chillanger und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Kisten-Opening machen. Ich habe nämlich hier wieder ein paar Vision-Kisten, wo wir einmal reingucken wollen, ob wir mal eine gescheite Corruption rausziehen können. Und zwar, ja, gleich mal hier die erste Kiste, wieder ein 5-Masken-Run durchgeballert, wieder einen durchgezogen. Ah, und jetzt kriegen wir auch diese Echos aus Nyalota, wo wir dann auch noch. Wenn wir jetzt kein gutes Corruption-Item kriegen, irgendwann mal uns eine Corruption beim Händler kaufen können, was ich sehr, sehr nice finde an der Stelle. Aber vielleicht brauchen wir das gar nicht, weil wir jetzt hier die krasseste Zwielichtsverwüstung Rang 3 rauskriegen. Auf der Hose. Ha. 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 Ja gut, das Ding kannst du in der Pfeife rauchen, ne? 12% Tempo brauche ich leider nicht. Das war hier schon wieder eine Nullnummer. Aber wir haben einiges an diesen Echos bekommen. Und zwar, wie viel insgesamt? 750. Ja gut, ne? Da brauchst du ein paar Vision Runs, bis du da ein Item voll hast. Vor allem so ein Zwielichtsverwüstung Rang 3 kostet, glaube ich, über 10.000. Aber zumindest ein bisschen Gold eingeheimst wieder. Und ein Item, das ich wahrscheinlich hier reinigen kann bei der Mutter. So, da lahm, im nächsten Run sind wir durch. Schauen wir mal, was wir in den Kisten drin haben. Ich hoffe, ich krieg ein cooles Item raus mit einem guten Corruption-Stat drauf. So, ein paar Echos holen wir uns auch noch, wunderbar. Und ein Pet, das brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber egal. So, und jetzt, was ist drin? Schuhe mit Tempo. Ah, ich brauche doch Mastery oder Versa, keine Tempo für meinen, ja, Feral Gear. Schade, schade an der Stelle. Sodala, Run Nummer 3 haben wir durch. Holen wir uns nochmal ein paar Marken hier raus. Haben wir noch einige Echos. So langsam werden es ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt überlege, Tag 2 und wir sind jetzt schon bei gleich 7000 von diesen Echos. Ja. Und ich hoffe, ein gutes Item gibt es auch noch raus. Handgelenke und. Kommt, nee, ich reg mich nicht auf. Warum ist überhaupt scheiß Lifesteal ein Tertiärstat als Verderbniseffekt drauf? Zum Glück kann man die Corruption-Effekte mittlerweile beim Händler kaufen, ne? Ohne Scheiß. Sodala, jetzt haben wir den vierten Run durch. Mal gucken, was ich diesmal rauskrieg. Schauen wir mal, erste Kiste hier. Mal gucken, ob wir wieder ein paar Pets bekommen. Auf jeden Fall, die Echos wachsen an. Jetzt werden meine Münzen langsam ein bisschen knapper. Und jetzt hoffen wir, dass wir ein gutes Item rauskriegen. Und was haben wir? Crit. Ah, aber es hat Versa Mastery drauf. Vielleicht kann ich das irgendwo noch gebrauchen. Mal schauen. Gut. Das war's dann mit den kleinen Openings. Vier Kisten haben wir wieder aufgemacht. Die restlichen sind quasi Goodie obendrauf. Da geht's jetzt halt dann runter auf 450 und drunter. Das lohnt sich dann tatsächlich nicht mehr anzugucken. Mal schauen, was ich noch verkauft bekomme. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.